Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie einfach man doch mit der Chibo Cafissimo auch Tee zubereiten kann, ohne viel Aufwand, ohne den Wasserkocher benutzen zu müssen. Legen wir los. Wir nehmen zuerst die Kapsel raus. Also ich habe jetzt hier die Kapsel, die ich mit Kaffee selber befüllt habe und was ich euch schon gezeigt habe, wie einfach das ist. Hier nehmen wir heraus. Wir spülen den Einsatz aus. So, und dann befüllen wir eine Kapsel. In dem anderen Video habe ich euch ja gezeigt, wie einfach man die entleeren kann und trocknen. Wir haben jetzt eine trockene Kapsel und nehmen den unteren kleinen Sieb. Das Näschen hier muss nach oben. Das tun wir hier rein. So, dann nehmen wir unseren Lieblingstee, also es geht nur mit losem Tee. Teebeuteln funktioniert nicht. Ich habe hier marokkanische Minze, das ist unser Lieblingstee. Und fülle da so einen guten Teelöffel hinein. So, dann nehmen wir das obere Sieb und drücken das mit dem Näschen nach unten, sozusagen, dass die Näschen sich angucken. Wenn man jetzt nicht gleich den Tee benutzen möchte, nimmt man eine Alufolie, drückt sie fest auf den Deckel und streicht ganz, ganz oft auf den äußeren Rand von hier und mitten nochmal. Das hält dann frisch. Beim Durchlaufen muss man die Alufolie nicht entfernen. Also das kann man einfach in den Kapselhalter hineintun, schiebt es hinein. Nach unten, nimmt eine Tasse. Und dann ist es wichtig, dass ihr nicht den Schalter nehmt für Espresso, weil das mit Druck geht. Am besten die blaue oder die gelbe. Für Cappuccino oder normalen Bohnenkaffee. Dann lassen wir jetzt ganz langsam das heiße Wasser durchlaufen. Und danach könnt ihr einen wundervollen Tee genießen, der ganz schnell ging. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder bei mir vorbei. Tschüss!